Am Anfang stand die Femtosekunde in unserem Briefing. Wellenlängen, Beschleunigungen, Elektronen. Unserem Filmemacher-Team flitzen die Physikkonzepte nur so um die Ohren in den ersten Sitzungen beim PSI. Aber es war ja nicht das erste Mal, dass wir mit der Aufgabe konfrontiert wurden, einen komplexen Sachverhalt für ein Publikum einfach zu erklären. What we see should look like a car racing with an opening time of the shutter of a second. Wir packen die Herausforderung an. Genauso wie Lucky Luke seine Pistole zückt. Schneller als sein Schatten. The last chance to understand the Klimisuk synthesis. If the Swiss Fell cannot help us to understand how the catalyst works in Klimisuk's, pollution will choke our planet to death. Die Geschichte von Aliens, die das PSI besuchen, in der Hoffnung, im Swiss Fell die Lösung für die Luftverschmutzung auf ihrem Planeten zu finden, hat uns Erdlinge überzeugt. Doch damit hat die Arbeit erst begonnen. Wir mussten die Figurenkonzepte entwickeln. Speziell an Professor Femto hat man natürlich einiges gefeilt. Mit Bart, ohne Bart. Weißes Haar, oranges Haar. Kurz, lang. Aber eine Brille hat er immer getragen. Das gehörte nämlich zur Geschichte. Dasselbe Prozedere galt den Aliens. Wie sollten sie denn aussehen, unsere grünen Männchen? Auch Frauchen. Der Alien-Boss war ja schließlich eine Frau. Und da bei Aliens alle guten Sachen bekanntlich grün sind, trägt die Chefin zwar Lippenstift, aber eben in einem etwas giftigeren Ton. Und das Raumschiff? Wir haben von Batmobil bis zur klassischen Untertasse auch hier mehrere Optionen in Betracht gezogen. Und dies alles in 2D. Weiter ging's ans Design der Nebenfiguren. Und dann, ja, dann kam die Gestaltung des PSI. Mit oder ohne Atommodell gefällig? Und die Stimme natürlich. Wie sprechen Aliens? Ich danke diesmal sehr mehr, was die Moleküle auf der Katalysatoroberfläche tun. Tut mir leid, ich dachte diesmal sehen wir, was die Moleküle auf der Katalysatoroberfläche tun. Tut mir leid, ich dachte diesmal sehen wir, was die Moleküle auf der Katalysatoroberfläche tun. Gut, nun waren wir bereit für die Animation. Eine Vorlage bestand bereits. Aber jetzt mussten unsere Figuren eine Persönlichkeit bekommen. Jetzt galt es, das Ganze in Stereo 3D umzusetzen und als Doppelbild zu rendern. Das dauerte mehrere Monate. Aber jetzt haben wir es. Voilà! Okay, Achtung, Test 1, 3, 5, 6, 8. Los! Nun noch ein Gruß von unserem Regisseur. Hello, I'm Sam Yusefian, director at Smash 5 Studios. It was a great pleasure working with everyone on this project, and we hope you enjoy the movie.